Der hat mir jetzt zweimal einen Freifahrtschein gegeben, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder ich bin echt sowas von neben der Spur gerade, dass ich nicht check, dass so viel Zeit schon vergangen ist. Oh Gott, er hat alle angesteckt. Und damit herzlich willkommen zurück zu Lobotomy Corporation. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Ja, so direkt rein starten wir dann wohl doch nicht ganz, weil es gibt noch eine kurze Ansage. Ab, ja, Dienstag beginnt ja der Oktober und damit auch für diesen Channel der Spooktober. Das heißt, es wird ab Dienstag Horrorspiele geben, mehr als sonst und auch mehr Uploads als sonst. Ja, wir werden Dienstag direkt starten mit einem Auftakt, mit einem One-Shot von einem Horror-Game. Und danach wird es auch am Wochenende Horror-Games geben. Das heißt, die üblichen Spiele fallen erstmal nach hinten, die werden im November weitergespielt. Und im Spooktober gibt's Horror, Horror und noch mehr Horror. Ich hoffe, da freut ihr euch drauf. Aber nichtsdestotrotz spielen wir heute nochmal ein wenig Lobotomy Corporation. Ja, letztes Mal haben wir ja die Core Suppression vom Safety-Team abgeschlossen. Wollten wir daraufhin einen weiteren Tag starten, der nicht ganz so praktisch oder nicht ganz so flüssig lief, sag ich mal. Zumindest nicht gegen Ende hin. Und ja, wir werden den Tag 31 jetzt einfach ganz normal weitermachen, weil wir keine Core Suppression machen können, aber eventuell am nächsten Tag. Und daher würde ich einfach erstmal sagen, beginn Management Tag 31. Ja, es gibt eigentlich nichts Besonderes zu beachten. Wir müssen unsere Leute leveln. Wir haben das Einzige, was wir vielleicht haben, ist... Ah, wir haben zwei Quests. Eine Quest für das Welfare-Team, da wo wir noch 12 Minuten Zeit haben, um den Tag zu beenden. Das sollte grundsätzlich kein Problem sein. Das einzige Problem ist daran, dass ich eigentlich leveln möchte, aber wir schauen mal. Und das andere ist, wir müssen 5 Abnormalities suppressen. Ja gut, ich würde sagen, damit schicken wir erstmal Leute zum Leveln rein. Hier eine Repression von der guten Michaela. Ja, eine Repression von Susan. Und unsere gute Mika geht hier rüber und bewacht ihren Zug. Und ja, was nicht alles sonst noch so festfällt, anfällt, Dia. Ey, das könnte ein bisschen problematisch werden, weil Dia muss hier ein Attachment machen und dann müssen wir erstmal warten, bis hier die Leute gestorben sind. Das könnte eventuell unser Zeitlimit ein wenig reinfuschen. Aber, naja, was sollen wir schon großartig machen? Anthony levelt ein bisschen Instinct. Und hier drüben kann auch Repression von Dia gelevelt werden. Genauso wie hier oben ein Instinct von Georgia. Und ja, das Control-Team muss sowieso vorne und hinten alles mögliche leveln. Mir ist übrigens letztes Mal auch aufgefallen, dass wir hatten ja zwischendrin... Oh, Schadenfreude bricht aus, das ist nicht gut. Ich hatte es mit im Dings, das sollte aber kein Problem sein. Ich hatte ja zwischendurch auf einmal weniger Bullets. Das lag daran, dass Clerks gestorben sind. Das scheint irgendwie in Zusammenhang zu dem zu stehen. Ja, Paulinus Destiny, ihr schafft das da schon. Ich gucke einfach nicht hin. Ich glaube, das Zeitlimit wird echt ein bisschen kritisch in Anbetracht dessen, dass wir hier warten müssen. Aber naja. Dia, du kannst eigentlich auch schon mal wieder hier hoch, weil irgendwie laufen die meisten sowieso, wenn sie sich verwandeln, hier oben lang. Aber hier passiert auch nichts. Das ist irgendwie ein bisschen doof, nur... Ja, ich glaube, das Zeitlimit ignorieren wir erstmal. Weil wir müssen jetzt darauf warten, wir können den Mörder nicht mehr ausbrechen lassen. Und dadurch haben wir schon so viel Zeit verloren. Das müssen wir irgendwie anders handhaben. Ist ein bisschen doof, dass während der, obwohl, ich weiß gar nicht, ob da Quests funktionieren während der Suppressions. Ich würde jetzt mal sagen, nein, aber ich habe auch nicht drauf geachtet. Und auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ob wir da auch länger als 12 Minuten gebraucht haben. Es ist sowieso doof, ein bisschen mit Melting Love, weil wir hier warten müssen, dass... Da müssten wir halt in der ersten Runde den Mörder ausbrechen lassen. Und dann nehmen wir die Clerks, die hier sterben, für einen zweiten Meldung. Oder wir starten den Tag nochmal neu, weil ein Zug irgendwo durchfährt. Isabelle geht's nicht mehr so gut. Die hat alle ihre Freunde sterben sehen. Ja, gut. Ignorieren wir das mal und starten schnell den Tag neu und gehen dann der Taktik nach, die ich gerade vorgeschlagen habe. Ich hoffe nur, der Mörder findet auch schnell genug 3 Opfer. Naja, und dann halten die auch noch wieder so viel aus. Das ist ja das Problem, was wir letztes Mal erkundschaftet hatten. Das wird sowieso, glaube ich, ein bisschen problematisch hier. Naja, wir werden sehen. Weil die Clerks werden den Mörder wahrscheinlich auch... Fall bringen.
wenn es drei sind. Jetzt ist es nur einer, das schafft der, aber hier kommt ein zweiter. Ja, keine Ahnung, wir werden sehen. Und da kommt schon wieder der Zug, weil ich absolut ein Vollidiot bin. Wo fährt der überhaupt lang? Hat er überhaupt irgendwen mitgenommen? Wo ist er? Was ist passiert? Wo ist er langgefahren? Ist überhaupt irgendwer gestorben? Also nicht mal Clerks, oder? Ich gehe mal die ganzen Teams durch. Also von den Teams ist keiner gestorben. Und tote Clerks sehe ich auch nirgendwo. Wo ist der denn hergefahren? Also wir wissen ja, dass hier das Portal war. Der muss dann irgendwie hier so, einfach so komplett an der Map vorbei. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt das Problem, ich weiß nicht, ob das schnell genug nochmal funktioniert, wenn wir den Mörder jetzt ausbrechen lassen. Weil hier unten beginnen wahrscheinlich gleich schon die ersten sich zu verwandeln. Ja, ich glaube, das können wir sein lassen. Das Einzige, was die ja vielleicht mal machen könnte, wäre hier runter zu gehen. Und wir können andere Leute schon mal irgendwo reinschicken zum Leveln. Dass wir gleich sofort den Meltdown beginnen, sobald ein Employee hier unten gestorben ist. Ja, du kannst eigentlich den einen Employee hier oben verfolgen. So, der gilt ja jetzt schon als tot. Das heißt, ich kann jetzt, sag ich mal, schon Leute überall reinschicken. Und dann können wir halt möglichst viele mitnehmen, sag ich mal. So, da ist der Meltdown. Dann haben wir hier unten beim Teddybär einen. Das Problem ist, hier verwandeln sich gleich noch Leute. Ja. Und wir haben hier oben einen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas noch übersehe. Waren es nur zwei Meltdowns wieder? Ich sollte mal lernen, darauf zu achten. Ich glaube, aber es waren nur zwei. Ich sehe nämlich sonst nirgendwo einen. Wir können ja generell nur beim Information-Team oder hier unten Meltdowns haben. Und hier sind keine. Also, ja. Ich weiß nicht, wie ich das hier handhaben soll. Weil die verwandeln sich jetzt, ich glaube... Was muss man denn hier beim Teddybären nochmal machen, Attachment? Ja, dann probier mal da noch hinzukommen. Das sollte sie auch schaffen. Und die eine, darum kümmern sich dann andere. Ich habe schon wieder Schadenfreude im Auge behalten. Ach, naja. Paulinus, schnapp's dir auch mal. Also das Problem, wenn man so weit rausgezoomt ist. Aber sei's drum. Ihr könnt euch mal um dieses Slimevieh hier kümmern. Ich meine, wir müssen die Abnormalities ja eh suppressen. Was ist heute los mit mir? Warum habe ich diesen Zug nicht im Blick? Wenn wir Glück haben, erwischt er niemanden. Der fährt mal wieder eine wunderbar... Der Zug ist mir sehr wohlgesonnen, muss ich ja sagen. Aber ich muss es jetzt auch beherzigen. Der hat mir jetzt zweimal einen Freifahrtsschein gegeben, im wahrsten Sinne des Wortes. So, da kommt Daubt. Dia kann sich direkt drum kümmern. Die Leute vom Welfare-Team auch, weil die möchte ich ehrlich gesagt als Reserve haben. Ich kann Schadenfreude ausbrechen lassen und die töten, falls das mit dem Mörder halt nicht so gut funktioniert. Mika ist schon irgendwie am Suppressen. Ich weiß nicht was oder wo, weil ich sehe da keinen Daubt, aber egal. Und ansonsten müssen wir mal schauen. Hier stirbt einer. Safety-Team, wo ist euer eigentlich? Den sehe ich gar nicht. Hier kann sich das Central Command Team den schon mal schnappen. Das glaube ich... wobei... Ich glaube, die vom Central Command Team müssen jetzt mal ein paar Opfer bringen. Hier ist es jetzt halt einfach reingerannt. Da konnte ich nichts machen vom Safety Team. Okay, da oben ist einer gestorben. Hier unten sterben richtig viele. Ja, kommt dann Central Command Team, schnappt den euch. Ist da nur einer? Hier drüben ist noch einer. Das ist der andere vom Central Command Team. Aber den kann sich auch das Disciplinary Team schnappen. Warum nicht?
Man kann hier oben das Training-Team gegebenenfalls hin. Und das Information-Team kann sich hier um ihren kümmern. Da sind jetzt eh alle gestorben. Ja, dort war's. Also ja, das Zeitlimit ist sehr knapp bemessen. Ich weiß nicht so ganz. Das kriegt man wirklich nur durch Durchrushen und da wird's ein bisschen problematisch. Also dann darf ich halt überhaupt nicht auf Level achten und nichts. Das Big Bird ist auch fast ausgebrochen. Da müssen wir mal den Cleavoth Counter ein bisschen hochtreiben. Wie sieht's denn ansonsten mit der Quest vom Disciplinary Team aus? Wir könnten Santa noch ausbrechen lassen. Und dann wird's auch schon kritisch. Wir könnten gucken, ob wir irgendwie Letizia ausbrechen lassen, gegebenenfalls. Dann hätten wir schon mal zwei und was wäre dann der fünfte? Haben wir überhaupt irgendwen, den wir sonst ausbrechen lassen können, der in die Quest fällt? Wenn wir haben Schadenfreude und den Mörder, dann den Weihnachtsmann und Letizia. Ja, und wen noch? Das Schaf. Okay, das Schaf können wir ausbrechen lassen. Dann könnten wir gegebenenfalls, aber da muss ich mir nochmal die Guidelines durchlesen. Nicht, dass sie da einpennen. Okay, im Endeffekt, wenn wir das suppressen, müssen wir einfach nur sehr schnell es umhauen. Ja gut, dann probiert er einfach mal eine Repression durchzuführen. Ich meine, es hat ja eh zwei Cleavoth Counter. Das müsste aber schon ein schlechtes Ergebnis werden, oder? Ja, auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir zum nächsten Meltdown. Und jetzt haben wir das Buch einerseits, das kann Quinn benutzen. Und die Maschine hier, wo wir vielleicht ein bisschen Instinct leveln können. Hier unten sind zwei Abnormalities im Meltdown. Na gut, Dia, dann mach hier mal ein Attachment. Und hier unten muss sowieso irgendwer anders Attachment machen. Das kann dann wohl... Ja, Gregory. Bin mal gespannt, wo der jetzt überhaupt langläuft. Es kommt blaues Nun. Blau? Oh, das Kreuz ist auch in einem Meltdown. Ja, Frank, geh einfach mal da rein und dann müssen wir dran denken, ihn da rauszuholen rechtzeitig. Aber blaues Nun? Okay, Gregory geht auch richtig rum. Das ist gut. Haben wir blaues Nun eigentlich bisher noch nie einfach nur zufällig nicht gesehen? Oder hat das irgendein... Also kommt das erst später im Spiel, dass wir das vorher noch nicht gesehen haben? Das kann doch kein Zufall sein, oder? Ich bin heute viel zu unkonzentriert, wirklich. Ah, oh, ja gut, wir werden wohl nicht herausfinden, was blaues Nun ist. Es sei denn, es kommt jetzt gleich nochmal. Ich meine, wie viele Clerks sind hier im Team? Nur einer? Oder zwei? Zwei anscheinend. Das heißt, wir können hier nicht die Taktik machen mit Schadenfreude ausbrechen lassen als ersten Meltdown. Wir probieren es trotzdem nochmal mit dem Mörder. Vielleicht haben wir ja Glück. Und ja, ich kann aber schon mal garantieren, wir werden heute keine zwei Tage schaffen. Ich bin anscheinend viel zu fertig dafür irgendwie. Ich fühle mich zwar nicht so, ich fühle mich eigentlich sehr fit, aber irgendwie scheine ich unkonzentriert zu sein. Ich weiß auch nicht warum. Ich meine, ist ja nicht das erste Mal, dass ich jemanden beim Kreuzer, beim Flash Idol vergesse, aber irgendwie... Ich sag ja, I don't know. Also ich glaube, damit die Quest mit dem Welfare-Team funktioniert, in Kombination mit der Queen of Hatred, brauche ich sehr wahrscheinlich die Execution Bullets und ich habe keine Ahnung, wo ich die herbekomme. Wenn ich die vom Welfare-Team bekomme, dann habe ich keine Ahnung, wie ich das machen soll. Also es geht auf jeden Fall nicht mit der Queen of Hatred dann in Kombination. Oh Gott, jetzt läuft der Mörder hier wieder in die Zwischengänge, wo so viele Employees auf den warten. Ja. Ich glaube, hier können wir nicht mal davon ausgehen, dass er überhaupt eins tötet. Dann machen wir folgendes. Wir treiben den Counter schon mal ein bisschen höher hier.
oder den Balken. Ja. Nee, da ist keiner gestorben. Wir treiben den Balken schon mal ein bisschen höher und schauen dann, dass sobald hier drei tot sind, hallo Punishing Bird, dass wir sofort den Meltdown auslösen. Und dann können hier halt nochmal drei sterben und dann, ja, haben wir praktisch zwei Meltdowns mit einem Mal abgedeckt. Der kann ansonsten schon mal hier hoch, weil wie gesagt, die, da ist schon mal einer. Die gehen irgendwie eher alle in die Richtung. Hi. Ja, geh zurück, weich bitte aus. Aber ich glaube, das Control Team kann nicht ausweichen, oder? Alter, es kann doch nicht sein. Bitte. Concentration. Ich dachte, ich hätte mich schon um den Zug gekümmert. Aber Mann, es ist so regelmäßig. Es ist einfach so regelmäßig, dass man sich um diesen Zug kümmern muss. Und ich bin, weiß ich nicht. Ich hab's heute einfach nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht warum. Ich kann's euch nicht sagen. Ich glaube, wir lassen das mit dem Mörder, nutzen den einen lieber, um zu leveln. Das bringt ja nichts. Und ja, machen diese Taktik, wie ich es gesagt habe, mit einfach zwei Default-Counter damit abdecken und gut ist. Och komm schon, Schadenfreude, du bist gerade so am Rand zu sehen, ich bitte dich. Niemand hat auf dich geachtet. Mir fällt auch gerade mal auf, Letizia hat überhaupt keinen Cleaver-Counter. Heißt das einfach nur, when Harry was assigned to work with a different abnormality instead of Letizia, eventually burst out of the body at a certain point. Heißt das, der Employee, der dann da reingeht, wird einfach nur getötet? Weil in dem Fall sollte ich das auf keinen Fall tun. Und dann kann ich aber auch die Quest vom Disciplinary Team legit nicht abschließen, weil wir haben keine Abnormalities, die, Scheiß Zug, ey. Wir haben keine Abnormalities, die, ausbrechen genug. Dann haben wir nur vier Stück, wenn Letizia nicht dabei ist. Mit Letizia hätten wir genau fünf Stück gehabt. Naja. Müssen wir das wohl verschieben, diese Quest zum Disciplinary Team. Da ist schon mal einer tot. Da ist ein zweiter tot. Und ein dritter. Okay. Wer ist am schnellsten irgendwo da? Am besten hier wahrscheinlich beim Schaf mit einem Attachment. Christopher. Du hast die höchste Dings. Go, go. Ja, und da sind auf jeden Fall noch drei Stück, die sterben. Hier. Da ist ein Meltdown. Das ist kacke. Wo ist noch ein Meltdown? Schon wieder bei dem Scheißkreuz, ey. Die wollen mich jetzt auch echt ärgern. Ich passe da jetzt trotzdem auf. Rank ist jetzt drin. Und ich hole ihn da gleich raus. Keine Sorge, Leute. Nur um die Dinger muss sich hier auch gekümmert werden. Ihr kümmert euch mal um die. Und ihr kümmert euch um die hier unten. Es müssen ja nicht unnötig viele Employees sterben. So, und Frank müsste jetzt schon lange genug drin gewesen sein. Zug! Mika ist nicht da. Disciplinary Team. Paulinos, go, go, go. Eieieiei. Wie sieht's oben mit dem Big Bird aus? Dem geht's noch ganz gut, ne? Ja. Oh Mann, ey. Heute läuft echt gar nichts. Alter, wie schnell ist dieser Zug bitte schön fertig? Warum sind da schon wieder vier Punkte? Also irgendwas scheint heute nicht in meinem Kopf zu funktionieren. Das kommt mir wirklich vor, als wäre das viel schneller. Geht die Zeit irgendwie schneller rum oder sonst was? Das ist doch nicht normal. Oder ich bin echt sowas von neben der Spur gerade, dass ich nicht check, dass so viel Zeit schon vergangen ist. Jetzt kommt auf jeden Fall gleich erstmal Dawn. Ja, das Punishing Bird ab. Ja. Hier
Also die können ja sowieso nichts machen, großartig. Die könnt ihr euch alle schnappen. Weil die Sache ist, wenn diese sich auch nicht schnappen, dann brechen gegebenenfalls Abnormalities aus und da habe ich keinen Bock drauf. Das heißt, jetzt müssen wir aber den Mörder auf jeden Fall ausbrechen lassen. Da bleibt uns gar keine andere Wahl. Ja, gut, Schadenfreude. Oder wir lassen den Zug einfach irgendwo durchfahren. Der nimmt bestimmt auch ein paar Leute mit. So, Murderer. Es wäre schön, wenn wir den Bereich so absperren könnten, dass die da wirklich nur einzeln reingehen. Die Sache ist, ich frage mich, ob die vielleicht von den Heal-Modifikatoren betroffen sind. Vielleicht halten die deswegen so viel aus. Dass sie einfach immer zwischendurch hochgehielt werden. Aber auf der anderen Seite, die unten halten ja auch nicht so viel aus. I don't know. Dann müsste das ja überall sein, aber es ist ja nur hier oben anscheinend. Naja, 2 von 3 kriegt er. Den letzten wird kritisch, vor allem, wenn da jetzt noch jemand zukommt. Ja, jetzt geschafft. Ja, dann suppressst du ihn mal. Sehr schön. Sehr schön gemacht. Das ist dann auch schon direkt der nächste Meltdown. Und wir haben wieder das Kreuz. Aber ich werde darauf achten, Frank. Viel Spaß. Bei der Queen of Hatred ein Instinkt. Hier drüben die Spieluhr. Die ja, viel Spaß. Das Punishing Bird, keine Ahnung. Justin, geh einfach mal hin und guck, was du da machen kannst. Aber das war's, ne? Das waren 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Gut. Ja gut, Punishing Bird ist ausgebrochen, weil überall anders Leute reingegangen sind, aber das ist dann halt so. Frank ist angekommen, hier drüben ist es angekommen. Ja, du kannst eigentlich direkt aufhören zu spielen. Und das müsste jetzt auch lang genug gewesen sein beim Kreuz. Eigentlich. Dem Big Bird könnte, ja, Gustavsson eigentlich nochmal ein Attachment machen, um das noch ein bisschen hochzutreiben. Warte mal, habe ich jetzt überhaupt schon 3 umgebracht? Diesen Meltdown? Oder war das letzten? Fuck, lass den Mörder ausbrechen. Ich weiß es nicht. Das wird dann allerdings sehr knapp. Wir kriegen nämlich nicht so viele Versuche bei dem Mörder jetzt. Ansonsten müssen wir hier auf unsere beiden bei Schadensfreude raufgehen lassen. Aber da muss der Mörder zumindest einen schnappen, oder ich muss halt wirklich den Weg freiräumen. So einen hat er auf jeden Fall schon mal, der ist gleich tot. Ja, da kommt der nächste. Ich meine, wenn die 3 nacheinander kommen, dann sollte es kein Problem sein. Selbst wenn jetzt noch ein zweiter kommt, sollte es kein Problem sein, nur wenn mehr kommen, wird es eventuell problematisch. Ja, das sollte er jetzt handeln können. Wenn, ja, der hat nochmal umgedreht, sehr schön. Gut gemacht, Clerk. Ich glaube, so viele Clerks sind sowieso nicht mehr im Control-Team. Unglaublich, dann kann ich mal wieder das Safety-Team hinschicken, um ihn zu suppressen. Aber bitte erst, wenn der wirklich tot ist. Einige halten irgendwie mehr aus als andere, vielleicht weil die noch geschwächt sind. Aber ja, jetzt könnt ihr hin. Nächster Meltdown. Die Schrimms. Ja, hier könnt ihr gerne ein bisschen Instinkt leveln, zumindest mal Rinel oder so. Schon wieder die Spieluhr, schon wieder das Flash Idol. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr hoch, weil wir auch sehr viele haben, die nicht in Meltdown gehen können. Aber ja, es sind auch sehr viele, ich meine, gut, ich finde das Flash Idol immer noch besser als unser gutes Silent Orchestra hier. Aber ja. Und gleich kommt grünes Nun, das heißt, wir werden nicht herausfinden, was das blaue Nun ist, zumindest noch nicht. Wer weiß, vielleicht ist es auch ein seltener Fall, so 1%ige Chance. Und wir haben es jetzt verpasst. Aber ich hätte eh nichts machen können, einfach aus dem guten Grund, weil ich keine Mitarbeiter mehr hatte, die das hätten machen können. So, den Mörder wieder ausbrechen lassen. Go, go, Christopher. Damit wäre der Workday jetzt auch complete, aber ich würde gerne noch ein wenig leveln. Vor allen Dingen, da wir keinen zweiten Tag schaffen. Ich muss mich nur weiterhin konzentrieren. So, der Murderer zieht seiner Wege, geht wieder in die Zwischenräume und wird da wahrscheinlich auf sehr viele Employees treffen. Oder er weicht aus und geht ins Information Team, wo er auch auf sehr viele Employees treffen wird.
Und zwar so viele, dass sie ihn wieder suppressen werden. Ohne dass er vielleicht nicht mal einen töten kann. Das ist katastrophal, ey. Der Vorteil ist, nächstes Mal kommt Nun. Und Nun wird bestimmt einige aus dem Leben nehmen. Aber ja, da merkt man mal den Nachteil an zu vielen Abnormalities, die nicht ausbrechen. Ich hätte nicht gedacht, dass das jemals ein Nachteil sein könnte. Und schon wieder, ach mein Gott. So viele Clerks. Kann ich dem Mörder nicht einfach ein rotes Schild geben? Das wäre doch was. Oh, einen hat er getötet. Wunderbar. Einen ganzen von drei, die wir brauchen. Na gut, dann Christopher, schnappen wir direkt nochmal. Und wenn wir nur noch zwei Abnormalities behandeln können, müssen wir leider dann Schadenfreude holen. Um mal zu gucken, was das so anrichten kann. Geht er ins Safety-Team? Ich weiß nicht, ob das viel besser ist. Vor allem, weil da jetzt auch schon wieder so viele Clerks kommen. Was wollt ihr denn alle da? Ihr habt keinen Auftrag da. Dann nimm zumindest einen mit. Unglaublich. Wir haben noch einen Versuch mit dem Murderer. Ansonsten muss Schadenfreude ranhalten. Aber wenn ich raten müsste bezüglich der Execution Bullets. Ich meine, ich kenne ja noch nicht die anderen Teams, die noch kommen werden. Aber das Disciplinary Team könnte die Execution Bullets haben. Oh, wir haben die Quest fertig. Es zählt doch, wenn man mehrmals die gleiche Abnormality suppresst. Das ist interessant. Ja, dann schauen wir mal, was wir so davon bekommen. So, hier ist jetzt ein Clerk gerade drin. Bitte lass den da auch alleine. Erstmal. Okay, da kommt wer zweites. Da kommt wer drittes. Ach, Leute. Ach, Leute. Das wird so nix. Und ich möchte es jetzt ehrlich gesagt nicht riskieren. Also. Viel Spaß mit Schadenfreude. Das erste Mal, dass ich absichtlich es ausbrechen lasse. Und Destiny, hör auf es zu suppressen, hau ab. Lass das mal seiner Wege ziehen und lauft hier rüber. Warum lauft ihr da lang? Lauft doch nicht durch Schadenfreude durch. So, da kommt einer. Der geht so schnell kaputt. Ich meine, es ist auch Schadenfreude, aber trotzdem. Ich finde es halt ein bisschen lächerlich. So. Dann würde ich mal sagen, warten wir noch, bis die da Schadenfreude platt gemacht haben. Ich meine, das erkennen wir jetzt daran, dass hier keine Lockpoints mehr abgezogen werden. Und dann können wir Nun spawnen lassen. Es ist echt herrlich, dass diese Abnormality einfach überhaupt nichts macht, solange man nicht hinguckt. Gut, hat sich das auch geklärt da drüben. Ja, wer will noch wohin? Machen wir einfach mal einen Instinkt von Yum Yum beim Mörder. Und los. Wir könnten gegebenenfalls die hier noch zum Safety-Team schicken. Aber ich riskiere es einfach mal. Es ist hier unten gespawnt, das ist fein. Joa, wie machen wir es? Es werden so oder so genug Leute sterben. Central Command Team, ihr könnt euch euers auf jeden Fall sofort schnappen. Safety Team bei euch sind direkt zwei. Schnappt euch einfach mal das hier. Control oder Information Team, ihr könnt euch auch euers schnappen. Vom Training Team sieht man nicht. Das vom Disciplinary Team wird ein bisschen kritisch, aber probiert es einfach mal. Ja, und jetzt müssen wir ein bisschen mit Bullets rumhantieren. Safety Team, dem geht's gut. Ich meine, in erster Linie mache ich mir Sorgen ums Control Team. Training Team, euers ist auch da, das könnt ihr euch schnappen. Quick Bird ist abgehauen. Ja.
Insofern erstmal kein Problem. Central Command Team hilft mal noch hier oben dem Team. Ich weiß gar nicht, wo sind die anderen beiden? Die geistern gerade irgendwo rum. Der kann auch erstmal da bleiben. Ihr scheint auch alle da zu sein, weswegen ihr auch mal ein Schutzschild bekommt. Safety Team, helft da mal mit schnell. Ihr seid ja direkt nebenan. Und jetzt schnappt euch das Big Bird alle zusammen. Also Safety und Information Team. Das Training Team hat seins auch gerade zerstört. Das ist sehr schön. Dann geht ihr erstmal Leben regenerieren. Und ich muss ein bisschen hier oben ein Auge beim Big Bird halten. Und hier unten muss Mika das Ding sofort benutzen. Hier unten ist noch eins. Das ist nämlich vom anderen Central Command Team. Das könnt ihr euch jetzt aber auch schnappen. Michaela, du kriegst mal ein rotes Schutzschild. Dann müsstest du das eigentlich aushalten. Das Training Team kann sich um das hier unten kümmern vom Control Team. Wer hat da den Debuff? Das sieht nach Isabel aus. Nein, es ist nicht Isabel. Es wäre schön, wenn man sehen könnte, wer das hat. Das heißt aber, Isabel kann weiter suppressen. Firenze vielleicht? Ja, Firenze ist es. Firenze, lauf ein bisschen hier oben hin. Ihr kriegt auch nochmal ein Schutzschild zur Sicherheit. Wie sieht's hier unten aus? Vor allen Dingen mit Michaela, der geht's auch gut. Wo ist Mika? Warum braucht die so lange? Warum geht die Sonne Umweg? Das wird so knapp. Hier oben kriegt Isabel, glaube ich, gerade den Debuff. Du gehst mal hier hin. Das ist nicht Isabel. Dann vielleicht Georgia oder... Wer ist denn das andere hier? Oh Gott, irgendwer wird da, glaube ich, sterben. Ich weiß nicht, wer das hier ist. Die wird tot sein. Ziemlich sicher, es ist... keiner hiervon, es ist irgendwer aus dem Information-Team anscheinend. Es ist Quinn. Und sie gilt schon als tot. Obwohl sie nicht mal tot ist gerade. Quinn ist, glaube ich, noch in Ordnung. Weil sie ja auch zwei Sachen auf Level 3 hat. Und eins auf Level 4. Ist trotzdem kacke. Würde ich aber erstmal noch so durchgehen lassen. Okay, wir haben den Zug noch bekommen. Okay, weiter beim Big Bird aufpassen. Wir brauchen mehr Leute beim Big Bird. Safety Team, schnappt ihr euch und Central Command Team, helft da mal mit. Hier unten haben wir noch ein Dingsterbumster, das kann sich das andere Central Command Team mal schnappen. Wer von den beiden hat jetzt den Debuff? Wäre so schön, wenn man das irgendwie sehen könnte. Es ist entweder Gustafsson, nein, es ist nicht Gustafsson, es ist Charlotte. Charlotte, geh hier hoch. Gustafsson weiter suppressen. Es ist auch nicht Charlotte, es ist Marinelle. Marinelle, geh hier hoch. Marinelle, lauf weiter. Es ist nicht mehr... Lauf doch alle einfach weiter. So, meine Güte. Okay, wir haben nur ein Opfer. Und bei dem ganzen Chaos ist das eigentlich gar nicht so schlecht. So, Mika. Benutzt das Ding hier. Alle anderen, zieht euch in eure Teams zurück, bitte. So, und gleich kommt Orange Dusk. Orange Dusk wissen wir auch mit umzugehen. Könnten wir eigentlich angehen. Hatte sie eigentlich irgendwas Spezielles ausgerüstet? Ich glaube nicht. Den Hammer, ich weiß gar nicht mehr, von wem der ist, aber ist auch nicht so wild. Und die Rüstung ist, meine ich, von der Vespa oder so. Kann man auf jeden Fall ersetzen. Ja, könnten wir jetzt sogar schon. War der Hammer nicht sogar vielleicht vom Schaf, von Void Dream? Nee. Keine Ahnung, aber ist nicht so wild. So, im Endeffekt, das, was wir nur verloren haben, ist ein Level of Attachment,
naja, zwei, weil sie wahrscheinlich schon Level 5 erreicht hätte, aber egal. Und zwei Level auf Insight. Weil ja jetzt alle neuen Employees automatisch Level 3 sind. Schadenfreude, es tut mir leid. Ich hätte dich nicht angucken sollen. Oh, Orange Dusk, das müssen die Sniper übernehmen. Obwohl, mussten es überhaupt die Sniper übernehmen? Ich weiß nur, dass es sehr schnell getötet werden musste. Also es geht eigentlich. Ja, die Einzige, die eventuell ein bisschen Probleme bekommt, ist Mika. Und Mika geht in der Zwischenzeit einfach mal hier rüber. So, und dann schicken wir nochmal jemanden zum Totenschädel mit einem Attachment oder von mir aus auch einem Insight. Und dann lassen wir Orange Dusk spawnen. Ich glaube, Dia müsste ihres machen können. Hier drüben können wir Frank hinschicken und hier unten Gregory. Die Dinger machen halt extrem viel Schaden, da müssen wir aufpassen. Wir können da nur Ranged Leute hinschicken. Hier kann Ruby hin. Marinelle. Julian kannst du mal probieren. Hier oben passe ich auf jeden Fall auf, weil die Dinger machen so viel Schaden. Warum kriegt Ruby Schaden? Wovon? Ja, kriegt Iris leider nicht kaputt. Aber das macht nichts. Hier unten ist ein neues. Hier oben ist Frank immer noch zu Gange. Kriegt ein Schutzschild auf jeden Fall. Gregory, geh erstmal zurück in dein Department. Wir machen das der Reihe nach. Mika kann hier den Zug auf jeden Fall benutzen. Und ihr geht bitte auch alle zurück. Das ist nämlich ein neues, damit wollen wir uns nicht anlegen gerade. Wie geht's dir? Ich sehe ihre Leben nicht. Aber Dia macht so viel AOE, das juckt sie auch gar nicht, dass da irgendwas los ist. Das einzige Problem ist, dass da zwei sind und Frank, geh da weg! Wenn er jetzt geslimed worden wäre, hätten wir nämlich den Tag direkt beenden können. Ich meine, Dia macht eine saubere Arbeit mit den ganzen. Wir könnten rein theoretisch doch einfach warten, bis sie alle immer in ihr Department kommen und zwischenzeitlich das Big Bird ein bisschen hochpushen. Ich weiß nur nicht, ob überhaupt noch irgendwo Clerks sind, die sterben könnten, aber naja. Was macht er denn hier? Er ist völlig im falschen Department. Okay, Mika muss schnell zum Zug. Und bitte danach nicht die Abnormalities suppressen. Ja, macht das schon. Das ist direkt die nächste für Dia. Dia hat einen Employee zugeslimed. Jetzt wäre eine Execution Bullet nice. Ich hoffe, der trägt das nicht weiter. Zur Sicherheit geht ihr mal alle weiter nach oben, dass ihr auf keinen Fall angesteckt werdet. Hier, Dia, schnappt ihr den mal? Dia? Schnappt ihr ihn hier? Mika muss hier den Zug schnappen. Dia, lauf bitte nicht weiter. Ich weiß nicht, was dieser Employee vorhat, aber ihr geht mal alle bitte hier hoch. Ich glaube, hier oben kommen die auf keinen Fall hin. Okay, Dia, du hast wieder ein neues Opfer. Oh Gott, er hat alle angesteckt. Ja gut, dann never mind. Dann würde ich einfach mal sagen, complete the day. Dann cutten wir mal unsere Losses. Bringt eh nicht mehr viel. Und proceed to next day. Yes. Haben das zwar leider nicht besiegt, aber bringt sowieso nichts, außer dass wir danach hätten weiterleveln können. Aber so kommen wir jetzt immerhin zu Tag 32, ohne dass unser halbes, ja, Department stirbt. Wir kriegen eine neue Abnormality, eine, die wir noch überhaupt nicht kennen anscheinend.
Sadness says, begun, pass away, but greed seeks eternity, seeks deep, deep eternity. Oder, even if this turns to be a curse, I will love this curse like a blessing. Oder, those who succeed in the hunt are granted with one of the very feathers that countless hunters once yearned for. Ja gut, wir kennen nichts davon. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das keine HE oder niedrige Abnormality sein wird. Wir gehen mal mit der Sadness Sass. While humanity prospered with its advanced civilization and technology, it was not aware of its impending suicide as a species. They needed a hero, but ended up beheading said hero with their own hands. A lot of things happened, and a lot of things changed. It changed himself from a healer to a creator. Also, A changed himself from a healer to a creator. The old promises he had made with her sustained him evanescently, but in a world without her, they ultimately became obsolete. Various sins sprung up from his arrogance one by one, and A changed very slowly. He became enchanted by the shadows he had created. The plan to discover the disease of mankind became a relic of the past. He became skeptical of man, including himself. A stared, looking for something that would guide him without turning against him. The conclusion was very simple. While vile humans could not be trusted, the answer lay in machines. Machines which A loathed deeply became essential to him. Perhaps A wanted to have wings that would allow him to escape from the hellish inferno he had trapped himself in to reach the heavens. Angelus. That was how I was born. Alles klar. Auf ins Disciplinary Team. Und wir haben die Quest fertig. Mal sehen, was wir als Belohnung bekommen. Okay, wir haben wieder drei... Wir haben die Execution Bullets. Gar keine Frage. Es ist mir auch scheißegal, was die anderen machen. Können wir nächstes Mal gucken. Execution Bullets for the win. Meine Fresse, ey. Dann könnten wir sogar versuchen, das Welfare-Team zu rushen, weil wir können mit dem neuen eh keine... Das ist eine WAW-Abnormality anscheinend, der den Kosten nach zu urteilen. Ja, wir können auf jeden Fall mit der Abnormality keine Core-Suppression angehen. Wir wissen ja überhaupt nicht, damit umzugehen. Wir müssen echt darauf warten, dass einer kommt, der, ja, den wir kennen. Haben wir irgendetwas, was wir machen können? Ich glaube nicht, oder? Wir haben ja nichts wirklich gemacht. Ja, wobei hier vielleicht, aber, also, ja, das kostet, dauert auch noch ein bisschen, bis wir bei Melting Love die Waffe machen können. Dann würde ich auch einfach mal sagen, heiren wir noch einen neuen Employee, den wir auf Prudence Level 5 bringen. Und Temperance braucht eigentlich nicht, das können wir leveln. Prudence ist halt nur, aber Prudence könnten wir eigentlich auch leveln. Ja komm, wir brauchen den eigentlich überhaupt nicht leveln, kommt einfach hier rein. Die sind halt direkt Stufe 4 und dann kann beides hier bei unserem Center gelevelt werden. Können wir den noch schnell equippen. Mit keine Ahnung was, werden wir sehen. Ja, vielleicht hier diesem Häcksler von... wie heißt denn hier nochmal? Ich hab's vergessen. Ja, und das hier vom Justice Bird. Vom Big Bird. Ja. Aber dann machen wir hier doch auch erstmal wieder Pause, würde ich sagen. Das war ein sehr langer Tag. Mit sehr viel Unkonzentration, aber ja. Ja, und dann sage ich nochmal, ab Dienstag fängt der Spooktober an mit sehr vielen Horrorspielen. Ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr darauf wie ich. Aber hiermit bedanke ich mich wie immer erstmal fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Lobotomy Corporation im November. Bis dahin, bye bye.